Willkommen, willkommen zu einer frischen Episode Vampires Dawn Teil 3. Ja, als erstes möchte ich mich bedanken bei eurer... Wie nenne ich es? Mir fällt das Wort schon wieder ein. Nein, bei eurem Verständnis, dass die letzten zwei Tage keine Videos gekommen sind, weil es mir nicht so besonders ging. vielen Dank. Und bevor wir uns hier ins Spiel begeben, möchte ich noch ein paar Kommentare erwähnen, denn der gute Danny hat mir zum Beispiel geschrieben, Grüße an dich, dass auf der Minimap, das habe ich im letzten Video wohl irgendwie total nicht bemerkt, dass oben, ihr seht, oben links unter Ordun steht Asran. und ich habe es, ja, minutenlang gesucht. Ja. Also man sieht zum Beispiel hier auch an den Farben von den jeweiligen Orten, dass die rot gekreuzten Orte die Schlösser sind, genau, die gelb gekreuzten die jetzigen Städte, also die normalen Städte sind, und die schwarz gekreuzten Orte die zerstören. Also Kleiner, Asran, Shana, Melsan und Schiff. und Schiff. Ja, habe ich total irgendwie übersehen. So, dann hat mir der Kempachi geschrieben, dass... oder er fragt sich, weil im ersten Teil von Vampire's Dawn gab es ja einen Zirkus, beziehungsweise im Original gab es einen Zirkus, und er hatte sich doch gewundert, warum man dort mit dem Seelenfresser nicht interagieren konnte und ob man es jetzt vielleicht machen kann. lieber Kempachi, ich habe den Zirkus noch nicht entdeckt, aber ich werde es auf jeden Fall dich wissen lassen. Dann hat mir der Niemand geschrieben, dass er Askas bissigen satirischen Humor liebt. Aska ist einfach... Beste. Und nochmal wegen dem Link von dem Spiel. Ich würde es doch einfach so machen, wenn du das Spiel nicht findest, dann ja, schreib mich doch bei Facebook an. Facebook ist ja verlinkt auf meinem YouTube-Kanal. Schreib mich einfach an, dann kann ich dir gerne den Download-Link schicken. Der Baumstumpf 1993 hat mir geschrieben, warum ich die Unterwelt nicht entdeckt habe in dieser ja, exotischen, sage ich mal, Nahost angehauchten Stadt Maridos. Ich weiß es nicht. ich habe mal in irgendeinem Walkthrough gelesen, dass man gar nicht dahin kann in diese Unterstadt. Aber wir werden es nochmal ausprobieren, auf jeden Fall. Außerdem hatte mir vor längerer Zeit schon jemand geschrieben, ich glaube, das war der... Moment. Ich weiß echt nicht, wer mir das geschrieben hat. Entschuldigung, Verzeihung. Ist schon ein bisschen ein Weilchen her. Ich habe den Weihnachtsmann in... Wie hieß die Stadt? Silas Victoria. Gecheatet, also getriggert. Und habe ihn dann nicht verfolgt. Wir werden das alles noch tun, sage ich an dieser Stelle. Ja, ansonsten, ich freue mich wirklich, dass ihr so zahlreich unterwegs seid und meine Videos anguckt. Und ja. Das ist eigentlich so der... Das Erfolgserlebnis, was ich in diesem Let's Play habe. Ihr arbeitet wirklich mit und ihr seid da wirklich hinterher. Und deshalb werde ich euch... in einer heute vielleicht sogar etwas schlüpfrigen Episode Vampire's Dawn begleiten. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe ein paar Items gekauft, Items verkauft. Ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Ich habe ein bisschen Zauber gelernt. Und zwar die große Klugheit für Elaine. Intelligenz der Gruppe steigt um 100 und halt Verwirrung. Das ist eigentlich so das Interessantere, die Verwirrung, weil die Intelligenz interessiert mich noch nicht. Auch Aska hat diesen Zauber erlernt. Dann habe ich versucht, den Ultima-Zauber zu erlernen, aber das geht erst ab Level 50. Gut, das ist ja auch nicht mehr so lange hin, möchte ich sagen. Ja, außerdem, was war noch? Ja, ich glaube, das war es eigentlich schon. Okay, sehr gut. Unser nächstes Ziel wird wahrhaft schlüpfrig, denn wir werden nun in das Bordell dieses Landes gehen, dieses Spieles gehen.
Bevor wir das aber tun, möchte ich kurz gucken. Wir müssen, ich habe mir aufgeschrieben, nach Gardon. Okay, Gardon ist ganz oben im Norden. Das ist nice. Was ich allerdings jetzt noch machen möchte, ist den Cheat Sex eingeben. Upsala. Na. Weil ich nicht weiß, ob ich den Cheat eingegeben habe und es sich dann gespeichert habe. Denn ab jetzt gibt es mehr Sex im Spiel. Ja, da würde ich mal sagen, ab geht's. Gucken wir doch mal, was uns in Gardon erwartet. Und Gardon ist übrigens jetzt der letzte Anlaufpunkt, denn das ist das letzte Charaktermitglied oder ja, der letzte Charakter, den wir rekrutieren können. Jetzt frage ich mich, ob das diese Stadt ist, aber das kann nicht sein. Denn hier gibt es zu viele Wachen. Ah, okay. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass wir in den Wald sollen. Und in diesem unscheinbaren Haus befindet sich das Bordell zur magischen Begierde. Oh ja, lasst uns rein, lasst uns eintauchen. Ach ja, der Tauren hatte mir geschrieben, ich grüße dich, dass im letzten Part der Ingame-Sound etwas zu hoch war, zu laut war. Das ist richtig. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, ich habe den Ingame-Sound schon so leise wie möglich gestellt, ja, während der Aufnahme. Ich kann ihn nicht mehr leiser machen. Viele, ja, Kampfmelodien gerade oder gerade auch viele Hintergrundmelodien sind einfach extrem laut. Da kann ich leider nicht viel dran ändern. Willkommen in magische Begierde. Hier werden alle Männerträume wahr. Oh ja. Danke, wir werden mal schauen, was es so gibt. Da war's wohl. Titten und... Hier gibt es natürlich gute Laune und hübsche Frauen. Was sonst? Ja, danke. Och, Walna. Echt, hey. Entschuldigen Sie bitte, aber ich möchte in Ruhe mein Bier und die Frauen genießen. Ich komme nicht wegen einer Konversation in ein solches Etablissement. Das kommen die meisten wahrscheinlich, Spießer. Herr Aska, zeig mal, was du drauf hast. Hallo. Ah, ihr sucht sicher den Boss. Der ist oben und amüsiert sich, wenn ihr versteht. Schon klar. Okay. Schauen wir doch mal, ob wir ihn ausfindig machen können. Und das Nuttengeld einsacken können. Was ist das denn hier? Ich habe eine Vermutung, aber ich lasse es jetzt lieber. Hallo, du. Hallo. Hallo. Na, Dosch. Na, wie kann ich euch helfen? Wollt ihr zu den Mädels hoch? Ja. Ihr geht einfach hoch. Die Mädels nehmen ihr Geld dann direkt von euch, wenn ihr euren Spaß hattet. Und den werdet ihr haben, versprochen. Oh ja, Spaß werden wir mit Sicherheit haben. Ich muss die Gedanken von diesen Leuten nehmen, das interessiert mich. Jenny ist wirklich ein super Mädchen. Wenn sie tanzt, ist die ganze Bude voll. Oh ja. Vor allem, wenn sie mit ihren Brücken... Nach der hektischen Flucht ist das genau das, was wir brauchen. Okay. Was hast du mir zum Erzählen, Kollege? Wow, diese geilen Frühchen überall. Hier kann man wirklich die Dauer auslassen. Oh ja. Wer seid ihr? Oh Mann, was für hübsche Mädchen. Ich wünschte, meine Frau hätte solche Rundungen. Oh, das sagt man aber nicht. Nee, ich freue mich schon auf den Nachtisch. Männer sind wirklich Schweine. Frauen aber auch. Ja, das seid ihr ja. Das war eine ganz schön Hetze vor 3 Tagen. Hattet ihr besser auf mein Schloss aufgepasst, wäre das gar nicht passiert. Ach ja, und die Vampire, die das Tor bewachten, hatten gerade Mittagspause. Da hat er durchaus einen Punkt. Na fein, wo ist Derbo? Wir haben eine neue Bleibe für euch. Oben und er holt sich vom Clankrieger töten. Ihr werdet wohl noch etwas warten müssen. Okay. Hey, seid ihr zum ersten Mal hier? Ich bin Stammgast, aber euch habe ich noch nie gesehen. Och nein, wir kennen uns hier schon aus. Veteranen, was? Wir sind wahre Vorbilder. Ja. Wie soll das nur weitergehen? Hä? Ihr habt wohl eine neue mitgeschleppt. Wie will denn die? Was? Du dreckiger Mistkerl. Oh, und wild ist sie auch noch. Ja, ich denke, die könnte es noch ganz oben schaffen. Oder unten, je nachdem halt. Ich bringe ihn um. Wir gehen, lieber, sonst endet das hier in einem Massaker. Wie im ersten Teil. Das tut es doch früher oder später sowieso. Lesen Sie seine Gedanken. Eine schnuckelige Rothaarige haben die zwei Weise. Ich mal fragen, was die kostet. Yo. Elaine, hab dich doch nicht so. Na, ihr Hübschen, wollt ihr was trinken? Oder soll es ein wenig mehr sein? Wir wollten uns das erst einmal ein wenig anschauen.
Dann tut das, und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, dann meldet euch bei mir oder geht gleich nach oben. Da könnt ihr euren Hunger stillen. Oh, gibt's da etwa Blutkonserven für uns? Das wäre natürlich nice. Hallo du. Hallo. Na ihr Süßen, ich hoffe, ihr entspannt euch gut. Aber sicher doch. Das ist gut, aber auch kein Wunder, denn schließlich erfüllen wir alle Wünsche, ihr versteht? Ja, Elaine ist nicht so begeistert. Alter, das sind doch Wichsflecken, oder? Hey, ihr könnt da nicht rauf, solange Jenny tanzt. Oh, Entschuldigung. Warum nicht? Wer bist du? Was haben wir denn hier? 69, Mathematik mal anders. Griechisch lernen tut nicht weh. Einmal ist keinmal, eine Stammkundenanalyse und die Peitsche. Eine Hommage an die Liebe. Die Geheimpraktiken des Dr. Mantucci ist natürlich auch da. Natürlich. Ha, meine Lieben, darf es etwas körperliche Liebe sein? Danke, wir überleben noch. Wir überleben. Ihr überlebt noch? Oh Gott, was haben wir heute nur wieder für merkwürdige Gäste? Recht hat die Alte, recht hat sie. Na, dann gucken wir mal, was unser... Der Typ da unten. Alter. Der aber sollte in einem der Zimmer sein. Setzen wir uns hin und warten ganz kurz, bis er fertig ist. Der vierte Stuhl ist ja frei. Yay! Alter, das ist doch ein Wichsspiel, oder? Okay, hier gibt's Peitschenspiele. Hier gibt's Blowjob vom Feinsten. Und was haben wir hier? Der Typ rammelt eine Tussi, Alter, während eine andere angekettet zuschaut. Okay, das muss das Fetischzimmer sein. Hallo, ihr. Ich bin auch nur ein Manngebieter. Okay. Mal sehen, was die Damen zu meinen Haselnüssen sagen. Oh, Gottes Willen. Anastasia, genau. So, hätten wir nämlich jetzt Elishas Turm nicht gemacht, Elidas Turm vorher nicht gemacht, sondern wären erst hierher gekommen, dann wäre Anastasia nicht hier. Nun start nicht so debil, ist der Eintritt neuerdings nur Männern erlaubt? Eieiei, wenn Alida das erfährt. Das würdest du nicht wagen. Oh, du kennst mich aber schrecklich schlecht. Du, hier, nimm das und halt den Rand. Ein Blutelixier und eine Blutrune und 1500 Filar. Immer eine Freude, Geschäfte mit euch zu machen. Ja, wenn das Alida wüsste, dass ihre geliebte Anastasia ihr fremd geht. Sowas aber auch. So, das muss Derbo sein da hinten, das heißt... Die Tür ist abgeschlossen, ja. Das ist wohl wahr. Alter, hier ist was los. Na gut, setzen wir uns mal hin. Wie gesagt, das mit Anastasia hätten wir nicht machen können, wenn wir eben den Turm nicht vorher gemacht hätten. Etwa eine halbe Stunde später. Was zum Teufel, Alter? Der Typ rammelt immer noch. Der aber ist untergegangen, als wäre in der Luft. Huh. Alter, jetzt wird der Fette mal richtig rangenommen, Alter. Scheiße, Alter, der steht doch so ein Dreck, oder? Als Vampir hat man Zeit, ich kann warten. Ja, Alter. Und der Fette, Alter, mir liegt mit der Wichsspur hingelassen, ey. Ja, die Tür ist auch abgeschlossen. Der Typ hat aber eine Ausdauer, ey. So, und da hat er sich... Ach, das ist hier Anastasia. Ah. Anastasia, ein kleines Miststück. So. Hoffentlich fährt Alida das nicht. So, jetzt laufen wir noch dreimal um die Wichse, würde ich sagen. Ich glaube, wir werden uns später mal den Spaß machen und hier alles abschlachten. Alles. Alles und jeden. Ah, hier stehen sie ja. Vampire, in letzter Zeit lief für euch nicht alles nach Plan, was? Es geht nicht das an, ihr seid entkommen und offensichtlich wohlauf und wir haben ein Schiff. Entkommen? Wir haben uns den Weg freigekämpft und das unter großen Mühen. Wenn ihr weiter unsere Dienste in Anspruch nehmen wollt, muss ich eine Gefahrenzulage verlangen. 3500 Filler, jetzt sofort. Bitte? Aber sonst geht's dir noch gut. Die paar Clankrieger dürften für euch doch ohnehin kein Problem gewesen sein. Mag sein, dennoch ist das Risiko gestiegen. Bezahlt und wir sind loyaler als je zuvor. Ja, das sind nun mal... Söldner. Was ist, wenn wir später wiederkommen? Okay. Wir müssen es tun. Ganz ausgezeichnet, aber heute werdet ihr es nicht bereuen. Das will ich hoffen. Zeichnet mir die Position eures Schiffes auf dieser Karte an, dann kommen wir mit einem Boot dorthin, sobald wir unsere Sachen geholt haben. Tut das. In Ordnung, dann sehen wir uns bald auf dem Schiff. Und so ist es nun mal. Na, wir können nicht nach oben, alles klar. Beziehungsweise, was ist, wenn ich jetzt hier rein und rausgehe? Schupp. Ja, dann sind sie nämlich weg und ich kann mich oben hier umgucken, in diesem
Fässchen. Okay. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Naja, okay. Ja, das war in erster Linie mal das Bordell. Was ist das denn hier? Hallo, ein ungewöhnlicher Ort, um Vögel zu beobachten. Ja. Ich glaube, er tut eher Vögel beim Vögeln beobachten. Vögel beobachten? Du bist mir lustig. Ich komme aus diesem Etablissement, weil mich meine Arbeiterin erschöpft. Verstehe, die Hüfte schmerzt langsam weh. Schon wieder falsch. Ich bin Künstlerin und ich habe mit diesem ehrlichsten aller Orte nicht weniger vor, als authentische Menschenbilder auf Papier zu bannen und einzufangen. Unverstellt und ungeschönt. Ich bin sicher, hier gibt es eine ordentliche Menge Ungeschöntes. Aber wenn du dem so offen gegenüberstehst, woher die Erschöpfung? Männer. Dieser ganz besondere Auswuchs der menschlichen Spezies vermag es auch noch, die reinste Inspiration mit einer Faust und einem vulgären Spruch zu zertrümmern. Und so hält man mich hier für das neueste Entladungsweibchen. Entladungsweibchen würde ich mir merken müssen. Wenn dich Menschenbilder interessieren, solltest du dir vielleicht mal Städte in verschiedenen Regionen ansehen. Hä? Dieser profane Gedanke kam mir nicht. Allerdings habe ich, abgesehen von Gardo, noch nicht viel von der Welt gesehen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also, wir sind schon ziemlich rumgekommen und können vielleicht helfen. Ist das so? Nun, im Moment fehlt es mir an Kraft und Geld, mich auf eine Reise zu begeben. Aber besucht mich doch in meinem Haus etwas südlich von Gardon. Dann werde ich euch für eure Hilfe auch danken. Südlich von Gardon? Sicher, lässt es sich machen. Ich bin gespannt. Mein Name ist übrigens Asta. Freut mich, Asta. Valna nannte man mich. Er nannte ihn. Wie er nun heißt, man weiß es nicht. Lass mich nicht zu lange warten, Valna. Ja, und so habe ich mir ein Date klar gemacht. Ich glaube, das ist eine Sidequest. Ich weiß allerdings noch nicht, ob wir die jetzt schon tun können. Okay. Wir können ja mal schauen, weil wir haben jetzt alle möglichen Ressourcen ausgeschöpft. Sprich, wir können jetzt unser Schloss zurückerobern. Das muss das... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, ein Panda-Bär. Oh Gott. Ich liebe sie. Ich liebe Panda-Bär. So, was ist hier los? Ich gehe da jetzt ausnahmsweise nicht ohne Erlaubnis rein. Okay, warum nicht? Bist du das vielleicht? Aha. Du bist gekommen, Valna. Was ist das hier? Ein privater Zoo, oder? Wie aufrichtig von dir. Ich hatte es versprochen. Und? Bist du bereit, auf die Reise zu gehen? Bin ich. Die Neugier und das künstlerische Interesse an den Menschen ferner Kulturen lockt mich. Doch ganz im Zeichen der Kunst bindet mich ein unglücklicher Umstand. Ich bin pleite. Total pleite. Das sind Künstler meistens. Und du möchtest um eine milde Spende bitten? Nicht für umsonst. Wenn ich meine Reise vollendet habe, werde ich euch einen Wunsch erfüllen und ein Bild anfertigen. Außerdem gebe ich euch alles, was ich sonst noch so finde. Mir geht es hierbei um die Möglichkeit zu studieren. Materialismus ist nur der Weg dazu, nicht das Ziel. Wie viel? Das hängt wohl von den Orten ab. Was meinst du? Hm. Okay. Versuche es mal mit den Städten Ordun, Irena, Maridos, Mesto und Ildan. Die geben einiges her. Die Reisekosten mit allem drum und dran dürften um die 10.000 Fila betragen. Und wärst du, Valna, nun bereit, diese Summe im Sinne der Kunst zu stellen? Ja, hau rein. Das ist wahrlich großherzig. Ich werde dieses Geld im besten Sinne nutzen, um mein Wissen um die Menschen dieser Welt, die in Zeiten des Krieges ihren Alltag bestreiten, zu vertiefen. Vergiss nicht, dass wir auch was davon haben sollten. Und das werdet ihr. Setzt ihr euch eure Reise fort und irgendwann, wenn die meine zu Ende gegangen ist, stehe ich vielleicht in eurem Heim, um mich zu bedanken. Ein vielleicht ist etwas wenig. Für 10.000 Fila. Außerdem kannst du den Ort nicht. Finde werde ich ihn dennoch. Ich habe eine Nase für sowas und zahle immer meine Schulden. Na dann, viel Spaß auf deiner Reise. Ist Spaß, wenn ich das, was zu erleben hoffe, bedanke ich mich dennoch für deine Worte. Auf bald. Oh. Okay. Ich habe keine Ahnung, was diese Quest hier sein soll, aber... Lassen wir sie mal reisen. 10.000 ist jetzt auch nicht so die Welt, also von dem her ist das nicht dramatisch. Aber hättet ihr gewusst, dass Valna mittlerweile Reiseexperte ist? Also ich habe es nicht gewusst. So. Wir müssen jetzt... Ich denke... Moment. Ja, ich denke, wir werden uns jetzt auf die Rückeroberung unseres Schlosses eingehen, denn... Ich denke, wir sind lang genug vorbereitet, denn nachdem wir unser Schloss wieder zurückerobert haben,
steht uns die Welt offen. Gut, okay. Wir haben alle unsere Verbündeten wiedergefunden und sind zu Kräften gekommen. Lasst uns mit Jinhai sprechen. Ja, das werden wir auch tun. Der Moment ist gekommen. Lasst uns endlich mein Schloss zurückerobern. Hier stimmt gerade irgendwas mit den Textboxen nicht. So, wir speichern und heilen uns. Und dann geht es los. Soll ich mit meinem Vampirlord oder... Ich habe nämlich mal spaßeshalber geguckt, ich kann irgendwie niemand anderen rekrutieren, außer... Ja gut. Nee, ich kann von diesen Leuten hier niemanden rekrutieren, das habe ich schon ausprobiert. Beziehungsweise ich könnte vielleicht mal probieren, über dieses komische Skelett da oben mal etwas zu... vielleicht jemanden zu rekrutieren, weil wir haben ja einige Charaktere mittlerweile. Die Frage ist, ob ich das... Oh, Roland, er putzt immer noch. Meister. Ja. So, wir gehen jetzt mal hier. Ja, bla, 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 bla. Ich möchte ein Partymitglied rekrutieren. Die Frage ist... Nein, ich habe nur einen Vampirlord, okay. Ach, verdammt, jetzt ist der an erster Stelle. Okay. Ja, genau. Ist er jetzt wieder weg? Nein, ist er nicht. Ja, genau. Gehen. Ist er wieder weg? Nein, er ist immer noch da, verdammt. Ja, dann rekrutieren wir halt irgendeinen. So, jetzt haben wir den Typ wieder raus, weil er ist immer noch da. Ach, verdammt. Egal. Ich hatte nämlich gedacht, dass man vielleicht jemand anderen rekrutieren kann, aber nein. Dann... Ja, komm mit. So. Ja, jetzt ist die Umstellung halt ein bisschen anders, aber das macht den nichts. So haben wir einen besseren Einblick an Alains Dekolleté. So. Wir werden jetzt anfangen, unser Schloss zurückzuerobern. Das ist eine längere Quest ein bisschen, aber das macht nichts. Wir werden nun das Spiel etwas in Fahrt bringen, möchte ich meinen. Eine rudimentäre Weltkarte. Ach so. Nein! Weltkarte erhalten, danke. Ihr habt alle Verbündeten wiedergefunden, nicht wahr? Ja, wir sind wieder etwas stärker geworden. Ich denke, wir sind bereit. Gut, ich habe mir das schon gedacht und alles vorbereitet. Lasst uns noch kurz über euer Vorgehen sprechen. Vorgehen? Wir stürmen da rein, massakrieren alles auf zwei Beinen und benutzen ihre verstümmelten Leichen zu... Nein, genau so machen wir es nicht, Asuka. Ich wäre dabei. Ich, bin da auch eher bei Elaine. Wenn ihr da reinstürmt, die Berserker, werdet ihr nicht weit kommen. Was schlägst du also vor? Das, was ihr am besten könnt. Schleichen. Wer hat behauptet, dass ich das am besten kann? Egal in welchem Shooter oder sonst irgendwas, eine Schleicherei endet bei mir immer in einer Schießerei. Schließlich seid ihr so doch schon mal durch das Schloss gekommen, oder etwa nicht? Ja, vorbei an kurzsichtigen Skeletten. Die sehen auch nicht viel weniger als übermüdete Soldaten. Hör zu, ich habe mich erkundigt und das Schloss ist derzeit wegen der Großoffensive des Clans auf alle Schlösser noch sehr dünn besetzt. Wir warten bis zum Einbruch der Nacht, wenn die Bewachung nicht mehr sehr konsequent ist. An den Torwachen werdet ihr nicht kampflos vorbeikommen, aber wenn ihr schnell und diskret seid, könnt ihr versuchen, danach zu schleichen. Die müden Wachen des Clans sehen das nachts auch nicht mehr allzu viel in den Gängen des Schlosses. Licht anmachen. Sollte uns jedoch ein einziger Soldat bemerken und Alarm schlagen, ist es sofort vorbei. Menschen sind nicht so vergesslich wie Skelette. Das stimmt. Ihr habt eine Chance, wenn ihr die vertut, müsst ihr euch mühsam zu Neria durchkämpfen. Na gut, weißt du, wo sich diese Neria aufhält? Nacht befindet sie sich für gewöhnlich mit ihrer Leibwache auf dem Mitteldach und beobachtet die Sterne. Ein guter Punkt, dort kann man ohne größere Probleme hingelangen, wenn man den Weg kennt. Ach, darin haben wir schon Erfahrung. Erinnere mich nicht daran.
Gut, somit hätten wir das Wichtigste besprochen. Ich fasse nochmal zusammen. Dringt ins Schloss ein, tötet möglichst wenige Soldaten, um Neria nicht unnötig zu verstümmeln, findet sie und überzeugt sie davon, dass unsere Ziele die gleichen sind. Somit bekommen wir nicht nur das Schloss, sondern auch eine wichtige Verbündete. Ihr solltet euch jetzt nochmal umfassend vorbereiten. Wenn wir dort einmal dort sind, gibt es kein Zurück, bis das Schloss in unserer Hand ist. Deckt euch mit Heilmitteln ein, rüstet euch aus, rekrutiert einen starken Mitstreiter und nutzt eure Rune. Sprecht mich an, sobald ihr bereit seid, dann warten wir die Nacht ab. Und wir sind bereit. Wir haben einen Mitstreiter rekrutiert. Wir sind ausgerüstet und voller Heil-Items. Und wir sind auf einem, denke ich, einigermaßen guten Level. Ja, wir können Neria am Ende dieses ganzen Gedöns rekrutieren, wenn es klappt. Wir können jetzt auswählen, ob wir schleichen möchten oder ob wir uns durchkämpfen. Es ist egal, was man tut. Also, ob man schleicht oder, wie ein Berserker, wie Asgard gesagt hat, durchschnetzelt. Es hat keine Konsequenzen mit Nerias Entscheidung. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Dann würde ich sagen, seid ihr bereit, euer Schloss vom Clan zurückzuerobern. Sobald wir dort sind, müsst ihr es hinter euch bringen. Flucht wird nicht möglich sein. Wir sind soweit. Fabelhaft. Dann warten wir nun bis zum Einbruch der Dunkelheit, ehe ich uns zum Schloss teleportiere. Hast du nicht mal gesagt, der Zauber funktioniert nur für dich? Das stimmt, üblicherweise auch. Doch unter großen Anstrengungen kann ich auch andere Individuen teleportieren. In einem solchen Fall geht es nicht anders. Wir könnten doch einfach mit dem Schiff hinfahren. Und durch den Wald. Einige Stunden darauf wird mein Husten immer schlimmer. Okay. Es dürfte jetzt spät genug sein. Lass uns gehen. Und nun beginnt es. In Ordnung, vor dem Eingang stehen ein paar Wachen, sonst habe ich niemanden auf den vorderen Zinnen bemerkt. Dann werden wir diese Kerle jetzt zu ihren Ahnen schicken. Darauf brenne ich seit Tagen. Vergesst nur nicht, was wir besprochen haben. Sobald ihr im Schloss seid, solltet ihr subtil vorgehen. Ja, ja, schleichen, schon verstanden. Sobald ihr die Anführerin überzeugt habt, werde ich zu euch stoßen. Solltet ihr eine Heilung brauchen, kommt zu mir. Allerdings habe ich nur Kraft für 2 Heilungen. Überlegt euch also gut, wenn ihr mich braucht. Dann machen wir uns auf den Weg, bis später. Und wir werden das Spiel erstmal speichern und werden nun Asgards Schloss zurückerobern. Ja, das mit der Heilung von Jinai, das gibt auch... ja, da gibt es auch Begrenzungen, also auf normal, wo wir es spielen können, kann er 2-mal heilen, auf schwer nur 1-mal und auf leicht geht es unbegrenzt. Nur als Nebeninfo. Aber, es gibt noch etwas. Na okay, guten Abend, die Herren. Hey, was hat das zu bedeuten? Wo kommt ihr her? Wer seid ihr überhaupt? Eure Henker. Sir, ich glaube, das sind die Vampire. Sie entsprechen genau der Beschreibung. Schlagt sofort Alarm. Die Vampire wollen das Schloss im Schutze der Nacht zurückerobern. Das werden wir nicht zulassen. Vor mit Bostheim, nein, gegen die Lackaffen des heiligen Clans. Na, wir greifen erstmal normal an und dann machen wir mal den Eiskomet. Du greifst mal normal an und du machst mal die schwarzen Geister. Naja, okay. Die Soldaten haben nicht viel drauf. Nein, es geht. Gut, der einzige Nachteil ist, dass man blutet, aber... Asuka, gib ihm. So, du machst mal Blutsaugen 3 hier. Jawohl, ich habe ihn nämlich ein bisschen aufgepowert, skillmäßig. Menschliche Gegner sind sowieso sehr schwach. Ich glaube, die Kampfmusik ist wieder zu laut, glaube ich. Unheiliges Pack. Jo. Beeilen wir uns. Noch scheinen die anderen Wachen nichts gemerkt zu haben. Yay! Wie gesagt, was ich sagen wollte, die Gegner sind nicht stark. Der einzige Nachteil hier, was heißt der Nachteil, ist, der Vorteil eher, es sind menschliche Gegner, das heißt, wenn man sie aussaugt, bluten sie sehr schnell und dann haben sie doch ein bisschen weniger auf dem Kasten. Oh, hier liegt noch etwas. Status erhalten, okay. Status Quo. Hier an dem Fass übrigens ist ein Cheat-Menü, ja, für alle, die... Nein, jetzt habe ich schon wieder Sex eingegeben. Oh ja. Oh ja. Gibt's ein Fass, falls man das braucht. So. Also es kann gut sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. In den Kämpfen werde ich mich ein bisschen zurückhalten, weil...
Ich rate jetzt einfach mal. Ihr werdet uns nicht kampflos vorbeilassen. Schlauer Vampir, leider gleich auch toter Vampir. Dachte ich mir. Das Kompliment nehme ich dankend an. Also ich werde mich hier durch das Schloss durchkämpfen. Und jetzt weiter, ich habe mein Schloss zurückzuerobern. Übertreib's besser nicht mit deinem Spaß. Wenn wir zu viel Kämpfe führen, haben wir am Ende keine Kraft mehr, falls die Unterredung mit dieser Neria schief geht. Letztendlich ist sie immer noch ein Mensch. Wenn's hart auf hart kommt, verwandle ich sie einfach. Valna hat recht, Asuka. Je weniger Ritter wir treffen, umso besser. Sobald wir mit Neria gesprochen haben, werden sich auch die anderen fügen. Ist doch immer so. Worauf warten wir dann noch? Los, mein Säbel hungert! Hungert! Ja, wie gesagt, wir können uns jetzt hier durchschleichen, konsequent durch das ganze Schloss, so wie wir es im, ja, Original auch gemacht haben. Doch wir werden es nicht tun. Wir werden uns hier gemütlich durchkämpfen. Und vor allem werden wir hier alles Mögliche mitnehmen. Ich meine, der Weg bis zum... An dieser Stelle nochmals der Hinweis, dass Menschen deutlich mehr sehen als Skelette. Falls ihr nicht auf leicht spielt und euch somit nicht sicher seid, was die Wachen sehen, geht lieber auf Nummer sicher und bewegt euch nur, wenn sie in eine andere Richtung schauen. Jedoch funktioniert das Stillstehen im Blickfeld auch bei Menschen, da sie euch in der Dunkelheit nicht richtig erkennen, wenn ihr euch nicht bewegt. Natürlich. Also im Endeffekt ist es genau das gleiche wie damals mit den Skeletten, ja. Wir können uns hier wieder den Weg durch batschen. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir bei den Skeletten damals einfach rausgeflogen sind. Hier ist das jetzt nicht der Fall. Hier müssen wir kämpfen. Viele verstaubte Bücher. Sieht nicht danach aus, als ob ein interessantes Buch dabei wäre. Okay. Wie gesagt, wir werden uns die Zeit nehmen. Wir werden uns hier im Schloss ein bisschen umgucken. Ein paar Geheimnisse lüften. Ein paar Sachen einsammeln. Das können wir natürlich auch noch später machen. Aber warum, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben? Wie gesagt, nochmal, es gibt keine Komplikationen dann, beziehungsweise keine Komplikation mit Neria. Also ihre Laune tut sich dadurch nicht erheblich verschlechtern, wenn ich jetzt alle Soldaten umnatz. Einige Bücher mit Geschichten über das Ende der Welt. Wer liest denn sowas? Och, Asuka nehme ich an, weil wir in seinem Schloss sind. Also ob wir jetzt die Menschen töten oder nicht, das ist eigentlich völlig irrelevant. Außer für unsere Menschlichkeit. Das ist dann natürlich wieder der Nachteil. Deswegen werde ich schon schauen, dass wir eigentlich, ja, vielleicht eher kampflos durch die ganzen Areale hier finden, weil die Menschlichkeit ist mir ja dann doch für das Ende doch ziemlich wichtig. Aber ich glaube, ich werde es sowieso wieder so machen, wenn das funktioniert natürlich. Hier liegt das zwischen den Büchern. Heilbalsam. Hey! Ich glaube, ich werde es sowieso wieder machen, dass ich, wenn es geht, mir irgendwelche End-Save-States irgendwo runterlade, damit ich alle möglichen Endings zeigen kann. Weil das Spiel 3, 4, 5 Mal durchspielen ist natürlich, ja, nicht ganz so angesagt. Zeittechnisch. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so handhaben. So. Okay. Gut, der Typ pennt, das heißt, er sieht nichts. Kann ich gerade mal das Heilbalsam unter den Kissen wegstauben. Ich weiß natürlich nicht, wo die alle positioniert sind. Hier ist ein Buch über das Leben der Silberfliege. So schlüpft die Silberfliege aus einem schleimigen Kokon und dann innerhalb einer Woche die Größe einer Ratte anzunehmen. Ja, der sollte man besser nicht im Dunkeln begegnen. What the fuck? Keine wichtigen Bücher. Hier ist auch nichts. Okay, da steht einer. Stimmt, wir sind ja hier in Asukas Schloss. Ich habe das irgendwie komplett anders in Erinnerung gehabt. Ich habe irgendwie das im Kopf gehabt. Ja, dass das Schloss komplett anders aussieht. Aber das war ja bei der Demo vom dritten Teil. Hier steht ein Buch mit dem Titel Die Nachhaltigkeit des Seins. Klingt ja so spannend. Ein wenig intellektuelle Bildung könnte dir nicht schaden, Asuka. Ich habe schon so viele Intellektuelle gefuttert, da muss ich doch noch ihre Bücher lesen. Hier ist ein Buch mit dem Titel Die Erlebnisse auf dem Jahrmarkt. Was hier so alles rumliegt? Jo, warum nicht, würde ich sagen. Asuka ist auch nur ein Mensch. So, okay, da geht's zum Magierzimmer wahrscheinlich, das ist natürlich verriegelt. Verriegelt und verrammelt, hier geht's nicht hoch. Gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Hier liegt ein Buch über die Kinder der Apokalypse. Diesem Buch nach sind die Kinder der Apokalypse fanatische Sektenmitglieder, die aus kleinen Kindern Bluttränke herstellen. Das erklärt zumindest den frischen Geschmack ihrer Tränke. Ha! Yo. Ein Flammentrank, yay. Gut, hier ist nichts mehr.
deine Regale ist höchstwahrscheinlich auch nichts. Okay. Ja, das ist gut, dass die alle pennen. Ich meine, was sind denn das für Soldaten, bitte? Okay, da steht einer rum. Zack. Krass, Alter, die erkennen einen tatsächlich nicht. Ich laufe an denen direkt vorbei. Sie erkennen mich nicht. Wow, Asgars private Strumpfhose mit 10 Fila gefunden. Seine Strapsen. Kein interessantes Buch, okay. Oh, aber ein Geheimgang. Ich frage mich, wer eigentlich immer diese ganzen Bücher kauft. Ach, viele davon sind noch von meinem letzten Besuch bei einem Büchersammler. Du hast die Bücher gekauft? Nein, ich habe sie geerbt. Du hast Bücher geerbt von wem? Na, von diesem Büchersammler, ist doch klar. Ich habe ihn umgebracht und mich zu seinem Alleinerben erklärt. Manchmal bist du echt unmöglich. Ja, aber sein Humor ist einfach einzigartig. Blutank. Yeah. Was haben wir hier drin? Heilbalsam, okay. Säuretrank. Kann man immer gebrauchen für zu Hause. Beziehungsweise ich glaube, dass es hier sogar zum Magierzimmer ging, oder? Oh Gott, dieses Schloss ist fanatisch riesig. Hier liegen zwei Blutfiolen drin. Yay! Die braucht Asgard ja nicht mehr, weil er bei uns ist. Was liegt denn hier zwischen den Büchern? Eine verstaubte Schriftrolle mit einem Rezept. Das Rezept Number One. Okay, der Typ... Ach verdammt, wir wurden entdeckt. Egal. Der eine, der macht's nicht fertig. Oh, ist er sogar nur einer. Ho! Was für ein Lappen, Alter. Yeah! Yeah! Also alle, die diesen Walkthrough quasi gelesen oder geschrieben haben, oder jedem Walkthrough, die raten tatsächlich ab, dass man hier kämpft, weil die Kämpfe doch sehr herausfordernd und zäh sind, ja, und viele Ressourcen schlucken. Aber... wir sind auf einem relativ hohen Level von dem her. Hier steht ein Exemplar von den Geheimpraktiken des Dr. Mantucci. Zeig mal her. Männer. Das muss wohl das Kamasutra der Vampire's Dawn-Welt sein, nehme ich an. Okay, hier ist auch wieder nichts. Hier in diesem Buch steht etwas über die 6 Schreine der Macht. Der Besitzer der passenden Steine wird die Macht der Schreine sich zunutze machen. Ja, genau, das dachte ich mir schon, wenn es die ganzen farbgebenden Steine gibt. Ach so, wenn mich einer entdeckt, müssen wir immer kämpfen. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Hm. Hier stehen völlig belanglose Bücher. Völlig belanglos. Hm, hier ist ein kleines Gedichtbuch. So stark mein Herz sich sehnt, mein Arm sich nach dir dehnt. Meine Lippen dich begehren, tust du dich mir verwehren. Was für ein kitschiger Mist. Ja, da könnte was dran sein. Wie gesagt, mir persönlich ist es eigentlich ziemlich Latte, wie viele Menschen ich hier umlege. Wird natürlich schon gewisse... What the fuck? Es wird, wie gesagt, gewisse Auswirkungen auf meine Menschlichkeit haben, aber das ist, ja... mir erstmal zweitrangig, möchte ich meinen. Trotz allem möchte ich jetzt gucken eigentlich, dass wir so schnell wie möglich zu Neria hochkommen, weil, hier liegt ein Beutel voll Fila drin. Wow, 40 Fila. Wow. Weil ich... Und man muss einfach dazu sagen, dass die, diese Soldaten eigentlich gar keine schlechten EXP geben. Aber wie gesagt, wir werden jetzt schnurstracks zum Mittelturm gehen, damit wir... Weil wie gesagt, im Schloss kann man sich dann auch nachher noch umgucken. Weil ich doch ein bisschen darauf achten möchte. Ich möchte nicht zu viele... Menschen töten. Glaube ich zumindest. Ewigkeit. Yay. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob ich jetzt hier in der Außenmauer oder im Mittelgang bin, ehrlich gesagt. Aber ich glaube... Ja, ich bin außen. Okay. Alter, die Typen sind aber auch schnell, hey, wie scheiße. Und man sieht ein bisschen schlecht durch den Nebel, muss man sagen. Muss ich sagen. Blutrune und R-Tafel. Wow. Statt etwas eine Heilung habe ich, glaube ich, gefunden, eine bessere.
Ach nein, ich bin ganz oben, okay. Bin ganz oben, am oberen Wehrgang. Das heißt, wir müssen uns jetzt den Weg nach unten freikämpfen, bis wir quasi in den Mittelgang kommen. Hier in diesem Fass ist nichts drin. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Hinter diesem Bücherregal liegt noch ein Trank der Ewigkeit. Den habe ich vorhin übersehen. Warum ich jetzt an dieser Stelle nochmal bin, das Spiel hat sich gerade aufgehängt. In einem Kampf. Aber es hätte auch, oder es kann auch an meinem PC gelegen haben. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat er nämlich gerade gearbeitet. Das heißt, ich muss den ganzen Schladderadatz hier nochmal hinterherlappen. So, an dieser Stelle hat sich das Spiel vorhin aufgehangen. Ich bin aber ziemlich sicher... What the fuck, Alter? Aber das macht nichts. So bekommt ihr heute wieder eine XXL-Episode. Nachdem ihr zwei Tage lang hungern musstet. Und ihr vielleicht schon in einen Blutrausch gefallen seid. Man weiß es nicht. Alter, laufen hier viele Lappen rum, ey. Aber ich glaube, die lasse ich einfach mal links liegen, bis, wie gesagt, ich das Schloss unter meiner Kontrolle habe. So. Du bist ja nicht unnötig. Hier ist ein Buch über den Clan der Heiligen Krieger. Diesen Buch noch hatte der Clanfahrer Ustra und die Elras ausgelöscht. Na, dieser Clan muss ja wirklich stolz auf sich sein. Zumal wir diesen Pfarrer Ustra erledigt haben. Tja, man sollte halt nicht alles glauben, was man in Büchern lesen kann. Das sollten wir tatsächlich... Wir alle wissen noch, dass Pfarrer Ustra noch unter uns weilt. Spoiler, Spoiler. Für alle, die es nicht kennen. So, und den laufe ich jetzt einfach mal gekonnt vorbei. An dem kann ich leider nicht vorbei. Alter, diese Schwachmaten können einen lähmen. Was, den Kampf unnötig in die Länge zieht. So. Wir sind angekommen an unserer Destination. Doch was wird sich uns offenbaren? Wird Neria uns mit offenen Armen eventuell empfangen? Oder hat sie etwa wahrhaft Diabolisches vor? Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich weiß, ein blöder Cliffhanger, aber der muss sein, würde ich sagen. Weil jetzt kommt nämlich eine etwas längere Sequenz danach. Und Story. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein, kommentieren und gern haben. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.